Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute gerne mal die neuen Metallornamente zeigen, die ich bei mir im Shop habe, weil da bin ich so ziemlich exklusiv mit. Die sind so neu, die waren auch noch auf kein TV-Sender, auf kein Shopping-Sender, weder in England noch in Deutschland. Und natürlich sind die von Craft Buddy. Und diese riesigen Engelsflügel, das sind diese Metallornamente, wie wir die auch schon kennen von Craft Buddy. Und die lassen sich prima mit Heißklebepistole aufbringen, zum Beispiel. Aber nicht nur auf das Material, sondern natürlich auch auf Karten. Guckt euch mal das an. Da habe ich jetzt in der Mitte noch passend farblichen Schmuckstein gesetzt. Und alleine diese Engelsflügel haben eine Größe von 11 cm. Also wenn ihr jetzt von hier die Mitte kommt, bis zur Engelsspitze, bis zur Flügelspitze, habt ihr 11 cm, also die sind wirklich riesig. Die könnt ihr für eure alles Mögliche an Bastelmaterialien nehmen. Wie gesagt, hier habe ich das auf so ein MDF-Rahmen-Ornament geklebt, was ich vorher mit den Shimmerpaints angemalt habe, die ich auch bei mir im Shop habe von Craft Buddy. Ja, und dann habe ich das mit den Selbstmachblumen verziert. Dafür sind diese Löcher ja auch da. Ich zeige euch das nochmal von hinten. Da kann man dann die Selbstmachblumen durchstecken. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, so wie ich, habe ich da jetzt einfach einen Tropfen Heißkleber drüber gemacht, damit das auch ganz sicher hält mit den Blumen. So, es sind ja nicht nur die Engelsflügel in den Sets. Also ich habe zwei verschiedene Sets für euch im Shop eingestellt. Ganz, ganz, ganz neu, wie gesagt. Machen wir weiter mit den Engelsflügeln. Wie gesagt, da haben wir 20 von den großen Flügeln drinne oder so rum, guckt mal, könnt ihr sie auch, natürlich, wie gesagt, auch auf Karten. Davon haben wir 20 von der Größe mit 11 cm. Dann haben wir 20 von den kleinen. Das sind genauso wie die großen gearbeitet, bloß eben eine Nummer kleiner. Das Ganze, ein rechts, ein links, wie sich das gehört. Und die haben eine Größe von, ganz kleiner Blick, ganz kleiner Blick, ich gucke. Die sind denn jetzt 7 cm sind die. Also von der Öse bis zur Spitze sind die 7 cm lang, ja? Und da fällt er mir schon runter. Okay, dann haben wir nicht nur die dazwischen. Davon haben wir auch 20, also sind da schon 40 Ornamente. Dann haben wir die Blätter wieder dabei, die kennt ihr auch schon. Die sind super schön. Davon haben wir 10 im Set. Dann haben wir kleinere Metallblätter. Davon haben wir auch 10 im Set. Das ist eine Größe von knapp 5 cm. Dann haben wir diese schön geschwungenen dabei. Die sind auch ganz toll und super geprägt. Die haben eine Größe von 8,5 cm. Und dann haben wir diese dabei. Also da könnte man auch wirklich schon Federn zu sagen. Blätter, Federn. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Schön geprägt sind die und ja, glitzern. Ich gucke nochmal schnell, wie groß die sind. Und die wären dann jetzt circa, ja, 10,5, sowas in der Richtung, würde ich sagen. Ja? So, mein persönliches Highlight ist dann auch noch in diesem Set. Dafür bekommt ihr auch von jeder Ecke 10, also 20 insgesamt. Das sind diese Schnörkelornamente. Guckt euch die mal an. Die sind super schön groß auch und im Prinzip gibt es da einen links und einen rechts. Die könnt man dann auch noch schön mit Schmuckstein verzieren und ja, und natürlich auch auf jede Arbeit draufkleben. Ich gucke nochmal ungefähr, ob ich die Größe auch hinbekomme. Also das ist jetzt ja 6 cm, würde ich sagen. 6 cm und zwar hier von der Ecke bis zu der Kante sind das ungefähr 6 cm. Also auch wirklich riesig groß das Ganze. Das ist das Set, was normal ist und was ganz neu ist. Also normal in dem Sinne fürs ganze Jahr ist und was ganz neu ist. Und wie gesagt, noch nicht mal in England irgendwo auf Sendung war und schon bei QVC schon gar nicht. Also das ist wirklich bis jetzt Premiere bei mir im Set. 100 Teile, ja, die Highlights definitiv die Engelflügel und mein persönliches dann die Schnörkel, aber wie gesagt, selbst die Blattornamente sind ja
einen Burner und für alles zu gebrauchen. So, und dann habe ich ein zweites Set. Das ist sehr Weihnachtslast. Also ja, das ist komplett Weihnachten, das Ganze. Ich glaube, das kennt ihr auch schon. Das war, glaube ich, mal von Dawn Bibi mit auf Sendung. Meine ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich möchte euch da auch noch mal ganz kurz... Da habe ich schon ein paar Muster gearbeitet. Da haben wir zum Beispiel so eine Schneeflocke so ein, oder Eiskristall, wie ihr das nennen möchtet. Und guckt, die habe ich einfach hier unten auf die Karte geklebt. Ein Schmuckstein in der Mitte. Oben noch einen kleinen Stern. Der ist da auch im Set drinne aufgeklebt. Dann haben wir... Ja, ganz viele verschiedene Tannenbäume in dem Set. Was heißt ganz viele? 3 Stück. Verschiedene Größen. Habe ich hier auch alle auf den Karte geklebt. Die harmonieren super miteinander. Sind auch wieder wahnsinnig geprägt, recht bauchig. Also ganz super schön 3D-Effekt haben die. Das wäre dann einmal dieser. Dann dieser. Und dann haben wir noch irgendwo einen kleinen. Da, wenn wir den zu mir findet. Guckt. Das waren die 3 eben von der Karte. So, dann haben wir genau diese super schönen großen Herzchen dabei mit den Rentiermustern. Auch ganz toll. Die könnte man sogar fürs ganze Jahr nehmen. Also die finde ich recht schön. Die könnte man dann so ein bisschen ja, in Landhausstil arbeiten und dergleichen. Also das wäre ungefähr eine Größe von 6,5 cm das Herzchen. So, dann haben wir noch einen Tannenbaum, auch mit einem Hirsch und einer winterlichen Szene, sag ich jetzt mal. Die sind auch super schön. Größe auch ungefähr, ne, das ist größer, der ist schon fast 8 cm groß. Also der ist sehr riesig, da habt ihr ordentlich was in der Hand und füllendes Motiv. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Ornament, auch so eine Schneeflocke, Eiskristall, sowas in der Richtung, würde ich sagen. Obwohl ich das sogar fürs ganze Jahr nehmen würde, könnte ich mir vorstellen. Auf Silberhochzeitskarten, auf edle Karten halt, festliche Anlässe. In der Mitte könnt ihr es dann halt freilassen. Oder ihr macht das wie ich hier auf dieser Karte. Guckt, da habe ich dann einfach auch einen Schmuckstein mit Heißkleber draufgesetzt. Und das hält auch perfekt. So, den kleinen Stern hattet ihr schon gesehen. Das ist so ziemlich das kleinste Ornament. Der hat eine Größe von, ja, aber trotzdem noch 3,5 cm. Dann haben wir Ilex-Bären dabei. Schön irgendwie in Kombination mit dem Weihnachtsstern, mit die zum Selbstmachen, die wir ja auch schon alle haben und kennen. Könnte man die auch toll kombinieren. Ist auch sehr großes Teil. Ja, ungefähr 5 cm von dem Blatt zu dem Blatt. Sind es ungefähr 5 cm. So, und dann haben wir noch eine große Schneeflocke, Eiskristall dabei. Das ist dann auch so mein absoluter Liebling. Guckt euch das mal an, wie schön die ist. Da habe ich euch auch schon ein Muster gemacht, genau. So, einmal kurz gucken. Guckt, und das, die habe ich dann in Rot mit einem roten Stern kombiniert. Wie gesagt, könnt ihr, müsst ihr nicht da einkleben, die Steinchen. Na? Gibt auch viele Schmucksteine bei mir im Shop, alles mögliche und wirklich ausgefallene Farben, schöne Farben, die ihr nicht überall bekommt, auch an den Formen und ja, die sind auch richtig dick, wie man sehen kann. Also wirklich tolle Schmucksteine, auch eine große Auswahl im Shop. Ja, die Muster habe ich euch dann gezeigt. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Das sind die ganz normalen Klappkarten, wo ich drauf gearbeitet habe. Das sind die, ich glaube, das ist B6. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ja, 11,5 mal 16,5 oder 17 knapp. Und nehmt euch euren Heißkleber, klebt sie rauf. Guckt, was ihr an Restepapiere habt. Kombiniert das mit einem silbernen schönen Karton. Das Ganze, damit sich das Ornament abhebt. Wühlt noch mal in eure Restepapierkisten rum. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Dann könnt ihr euch das alles schön kombinieren. Ich werde die nächste Zeit auch die Fotos von den Karten dann nochmal einstellen. Wie gesagt, so ganz fertig bin ich mit meinen Mustern ja auch noch nicht. Und dann guckt euch die Sets mal gerne an im Shop. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Wie super traumhaft schön diese ganzen Ornamente sind.
wie gesagt, beide Sets haben was. Also nicht nur die super schönen Engelsflügel, auch das weihnachtliche Set hat wirklich Charme und ja, ist ein Schatz. Ja, okay, danke. Tschüss.